Der Fastbreak gegen den Durst. Die alkoholfreien Spielmacher der Distelhäuser Brauerei. Immer eine Idee sportlicher. Neues Jahr, neue Folge von S. Oliver Baskets TV. Herzlich willkommen zum Winterspezial hier vor dem Talavera-Schlösschen in Würzburg. Und wir haben prominenten Besuch aus Köln bekommen. Ein Mann, der ein reisefreudiges Wochenende hinter sich hat, nämlich den Geschäftsführer der zweiten Liga. Herzlich willkommen, Daniel Müller. Vielen Dank. Und der Geschäftsführer der S. Oliver Baskets ist auch da. Herzlich willkommen, Steffen Liebler. Hallo. Reisefreudiges Wochenende deswegen, denn Daniel Müller hat erst den All-Star Day in Ulm gesehen, dann wart ihr in Ehingen zur Ligatagung und gestern sich natürlich nicht entgehen lassen, den fränkischen Kracher der Pro A zwischen den S. Oliver Baskets und Messingschlager Baunach. Ja, als Geschäftsführer einer zweiten Liga immer so viel unterwegs? Ja, in der Tat schon. Ja, wir haben ja nicht nur die Pro A, sondern auch noch die Pro B, die bei uns angebietet ist. Also dieses Jahr 41 Clubs und wenn man da versuchen möchte, alle zu besuchen, dann hat man ganz schön Kilometergeld, was man irgendwie bekommen sollte ist viel unterwegs, ja. Die zweite Liga Pro A und Pro B, Sie haben es gerade eben selbst angesprochen, wir sind in einem Fußballland und da kennt man die erste Liga, die zweite Liga, die dritte Liga, bloß beim Basketball gibt es eine zweite Liga Pro A und eine zweite Liga Pro B. Wie will man das dem Laien näher erklären? Das ist eine gute Frage, weil die habe ich mir auch gestellt, als ich letztes Jahr angefangen habe. Und ich glaube, das ist so ein bisschen aus der Historie bedingt, warum das so ist. Ich glaube, die meisten Leute denken auch, dass es falsch ist, so wie es ist. Wir sind da auch nicht ganz zufrieden mit. Wir versuchen da jetzt Mittel und Wege zu finden, um das etwas klarer zu stellen, dass es eben zwei Spielklassen sind, die nicht nebeneinander, sondern untereinander eben dastehen. Und da müssen wir jetzt schauen und eine gute Lösung finden. Aber das ist halt auch etwas, was wir mit unseren Partnern, mit der BKBBL und mit dem DBB abstimmen müssen. Und da müssen wir irgendwas finden, was für alle gleich gut und akzeptabel ist. Und das ist nicht so einfach. Nun haben Sie unter der Woche oder am Wochenende die Ligatagung gehabt. Was gibt es denn Neues von der zweiten Basketball-Bundesliga? Ach, also es gibt einiges Neues. Es war jetzt aber keine bahnbrechenden Tagungen. Wir haben immer die Tagungen, die wir im Januar machen, im Rahmen auch oder parallel zum All-Star Day, sind immer nicht so inhaltlich gespickt mit grundlegenden Entscheidungen, weil wir nicht so viel Zeit haben da und wir auch, wenn wir über Dinge diskutieren, die wichtig sind, dann wollen wir uns auch Zeit dafür nehmen. Wir haben jetzt ein paar kleinere Anpassungen gemacht, alles in den Ordnungen, was Scouting betrifft, was auch eine verbesserte Öffentlichkeitsarbeit betrifft. Und wir machen uns insgesamt immer Gedanken über Geschichten wie Quotierung, wie Förderung von Nachwuchsspielern. Und das ist etwas, wo wir auch in den nächsten Monaten und auch Jahren, glaube ich, einen Schwerpunkt drauf legen wollen, um eben in der Pro A und in der Pro B insbesondere deutsche Nachwuchsspieler oder überhaupt Nachwuchsspieler zu fördern. Was würden Sie als wichtigste Neuerung in dieser Saison der zweiten Basketball-Bundesliga zuschreiben? Als das größte Ding, was vielleicht auch die größten Sorgen bereitet hat oder die größten Hürden zu überwinden waren? Das sind zwei Dinge, so ein bisschen unsere Homepage, die wir neu gemacht haben, die am Anfang im ersten Spieltag ein paar Probleme hatte, aber eigentlich das Positive, das hat jetzt nicht so große Sorgen gemacht, aber das hat uns, glaube ich, auch einen richtigen Schritt nach vorne gebracht, war, dass wir jetzt doch die ein oder anderen Livestreams, die Clubs bisher immer einzeln gemacht haben, haben wir eingesammelt, haben eine gemeinsame Plattform geschaffen, sportdeutschland.tv, und da haben wir einen eigenen Kanal, also die Plattform haben wir nicht geschaffen, sondern einen Kanal da geschaffen. Und da sind jetzt mittlerweile 6 Pro-A-Clubs und ein Pro-B-Club, die ihre Spiele dort streamen, unter anderem ja auch hier die Spiele des Oliver Baskets. Und das hilft schon, auch nochmal Aufmerksamkeit zu generieren. Und wir merken auch da ist eine Sogwirkung da. Clubs, die am Anfang der Saison nicht dabei waren, sind jetzt dazugekommen. Die Essener haben angefangen und auch andere Clubs wollen da noch mitmachen. Und wirklich Bewegtbild zu bekommen in guter Qualität, ob Livestream oder auch On-Demand und Clips, das ist, glaube ich, auch was uns, wo wir noch extrem viel Luft nach oben haben. Dass wir da noch Bilder generieren, bekommen, die wir nutzen können, um auch den Sport überall zu zeigen. Was entgegnen Sie dann Clubs, die sagen, machen wir nicht mit, wir würden es vielleicht in irgendeiner Art und Weise gestemmt bekommen, aber letztlich sollen die Leute zu uns in die Halle kommen? Ja, die hätten dann gestern in die Halle kommen müssen, weil da sieht man halt schon, also das Spiel hätte man auch durch schön gucken können am Fernseher oder auf dem PC zu Hause oder auf dem Handy, aber das ist halt einfach diese Atmosphäre in so einer Halle, gerade natürlich, wenn es so eine Situation da ist, aber auch sonst ist was ganz anderes. Also jeder, der mir sagt, also ich muss, wenn Sie mir einen zeigen, der sagt, ich gehe dann lieber zu Hause, sitze ich auf meinem Rechner und sitze im Bett und gucke dann da am PC das Spiel, statt in die Halle zu gehen. Also das ist kein Sportfan, das kann ich mir nicht vorstellen.
Steffen Liebler, wenn du vor dem Fernseher gesessen wärst gestern oder vor dem PC, hättest du ein paar Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit wahrscheinlich den PC zugeklappt. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das zugeklappt hätte. Also was man bei den letzten Auswärtsfahrten mitmacht, es sind ja viele hier, die immer mit dabei sind, was wir da gemeinsam mitmachen quasi ist, ja, nichts für schwache Nerven, muss ich ganz klar sagen. Aber wenn es jedes Mal so ein Ende nimmt wie in Gießen und wie jetzt in Baunach, dann bin ich auch jedes Mal wieder mit dabei. Nun geistert ja quasi seit Saisonbeginn A, das Verletzungspech im Team, der ist Oliver Baskets. Nachher kommen wir noch zu Basti Betz, der heute hier ist, im Team herum. Und zum anderen dann natürlich auch immer die Gerüchte, wie es denn aussieht, ob personell noch was nachgelegt wird auf der Mission Comeback, auf dem Weg zurück in die BKBBL. Wie sieht es denn da aktuell aus? Aktuell gibt es nichts zu sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es wurde auch zu mir herangetragen, Chris McNaughton war in Würzburg in der Stadt. Ich kann nicht verstehen, weil Würzburg ist schon eine schöne Stadt. Also hätte ich mir auch nochmal so ein bisschen nachgetrauert. Aber da ist nichts dran und wir sind mit dem Kader zufrieden. Denken natürlich immer wieder darüber nach, was könnte man machen oder soll man was machen, muss man was machen. Aber zurzeit sehen wir da keinen Anlass. Verletzungssorgen haben wir immer, aber laut Basti, ich hoffe, der wird dann nachher ein bisschen mehr dazu sagen können, ist er hoffentlich dann doch schneller zurück, als wir vielleicht gedacht haben. Wir brauchen ihn, hat man gesehen. Und ja, es kann ja nicht jetzt die nächsten 10 Jahre so weitergehen, wie es die letzten 5 Jahre war. Also das ist, muss er irgendwann mal Stopp machen mit den Verletzungen. Und da hoffe ich einfach, dass wir da ja, vom Verletzungspech die restliche Saison verschont bleiben. Inwieweit siehst du das Potenzial der Mannschaft jetzt schon mal erreicht? Ich meine, ein Turnierpferd, ein gutes Pferd springt nur so hoch es muss. Es ist jetzt schon ein paar Mal so an den Hindernissen hängen geblieben. Nichts Dramatisches, aber das wahre Leistungsvermögen dieser Mannschaft, ich glaube, das würden sich viele wünschen, dass sie es mal von der ersten bis zur letzten Minute zeigen. Ja, definitiv. Also auswärts. Zu Hause haben wir bis jetzt ziemlich souveräne Leistungen gezeigt. Ich meine, es ist jetzt Motzen auf einem hohen Niveau. Wir sind mit 3 Spielen Vorsprung Tabellenerster. Ich denke, dass wir gute Chancen haben, nach der regulären Saison unter den ersten 2 Plätzen zu sein, um uns eben das Heimrecht zu sichern bis ins Halbfinale, wenn wir so weit kommen. Aber letztendlich trotzdem muss man sagen, für unser Ziel haben wir die Weichen gestellt, aber es zählt halt dann in den Playoffs und da geht die Saison wieder von null los. Und da müssen wir eben zu Hause weiter so souverän spielen wie jetzt und auswärts noch eine ganze Schippe, glaube ich, drauflegen, damit wir da alle ohne Herzinfarkt die Saison überstehen. Steffen, die Saison jetzt ist das eine, die nächste Saison, sie wird auf jeden Fall so oder so kommen. Inwieweit ist es dann da schwierig, wenn man schon den Fokus legt auf das Neue oder wann kommt die Zeit, wo man sagt, man muss sich da Gedanken machen, um konkret zu werden? Ja, Gedanken machen wir uns schon seit längerem. Das Ziel ist ganz klar und unsere Ausrichtung ist ganz klar. Wir wollen den Aufstieg schaffen und davon wollen wir auch ausgehen. Wir werden aber natürlich definitiv zweigleisig fahren. Also wir stecken jetzt gerade schon auch in den Vorbereitungen. Was müssen wir strukturell machen? Müssen wir im Office nacharbeiten? Wie neue Arbeitsabläufe schaffen, dass wir einfach das Abenteuer Erste Liga da wieder stemmen können? Und ja, dementsprechend laufen die Vorbereitungen, Sponsorengespräche, schon Gedanken über die nächsten Dauerkarten und so weiter und so fort, wird darüber nachgedacht. Aber wir werden 3 Lizenzanträge stellen, einmal für die BKBBL, einmal für die Pro A und einmal für die Pro B, allerdings natürlich für unsere Akademie und sind für alle Szenarien vorbereitet. Ja. Daniel Müller, wie haben Sie die S. Oliver Baskets kennengelernt? Zum einen kam ja da ein Club runter, der in der letzten Saison dann in der ersten Liga für einige Schlagzeilen gesorgt hat. Wirtschaftlicher Natur, sportlich okay, mag man das vielleicht verschmerzen können. Inwieweit sind Ihnen die S. Oliver Baskets da begegnet, als was für ein Club? Auf jeden Fall als ein doch sehr gut organisierter Club. Also ich war relativ früh in der Saison oder vor der Saison, im August, glaube ich, irgendwann hier zu Besuch, habe mich mit Herrn Liebler auch getroffen und auseinandergesetzt und gesprochen. Und ich hatte schon den Eindruck, dass man sehr, sehr klar fokussiert ist auf das Ziel oder auf die Erreichung des Ziels, schon da alle Weichen versucht zu stellen und auch wirklich nichts dem Zufall überlässt. Das war so der Eindruck, den ich vor allem gewonnen habe, dass man sehr, sehr professionell arbeitet. Und das ist natürlich auch wiederum was, wo wir eben bei waren, wo dann vielleicht sich der ein oder andere Club noch eine Scheibe von abschneiden kann. Aber durchaus, was den Club betrifft und die Führung des Clubs, sehr, sehr strategisch auch, gut aufgestellt ist, glaube ich.
Und auch natürlich die Tatsache, dass man vor der Saison gesagt hat, okay, obwohl wir abgestiegen sind und vielleicht auch Ressourcen dafür benötigen, um wieder hochzukommen, setzen wir trotzdem bewusst auf die Pro B auch für die Akademie, um eben auch weitere Spieler ranzuholen. Und das ist, glaube ich, auch eine Entscheidung, die auch zeigt, dass man da auch nachhaltig arbeiten möchte. Inwieweit schaut man sich die Erstligatabelle an als Geschäftsführer und sagt, da den einen oder anderen würde ich mir runterwünschen? In Würzburg ist es kein Thema, da wäre es gern Bamberg, die dann runter könnten und den Platz von Würzburg dann übernehmen. Als Geschäftsführer auch Präferenzen, wen man dann nächstes Jahr in der Pro A haben möchte? Wir müssen eh nehmen, was kommt. Bamberg hätte ich auch nichts gegen, so die Halle war ganz nett, da kann man es aushalten. Also ich glaube, da kriegen Sie hier Zustimmung, Ich glaube aber, dass, so weit wird es nicht kommen. Also man schaut natürlich immer mal wieder, aber wir haben, ich schaue eigentlich ja überall hin. Wir müssen gucken, wer kommt von oben, wir müssen gucken, wer kommt von unten aus den Regionalligen, wir müssen auch gucken, wer schafft es von der Pro B in die Pro A. Also so viel gucken kann ich gar nicht, ich habe noch ein paar andere Dinge, aber so ein Auge wirft man schon immer auf die BBL, klar. Was glauben Sie, wen Sie am Ende der Saison verlieren nach oben hin? Ja, also ich will jetzt hier keinen Applaus einheimsen, ne? Aber es sieht natürlich schon ganz stark danach aus und das würde ich mir auch wünschen, dass es die Würzburger wieder schaffen. Der zweite Platz dann oder der zweite potenzielle Aufsteiger ist, glaube ich, das ist echt sehr, sehr offen. Man hat da ein paar Clubs, die Ambitionen haben, auch der Mitabsteiger Vechta, die natürlich jetzt sportlich nicht so weit sind, wie sie sein wollen, glaube ich. Aber trotzdem in den Playoffs, wie es eben schon angekündigt ist, wenn sie in die Playoffs kommen, und da gehe ich von aus, dann ist halt auch mal alles neu. Da werden die Karten neu gemischt und es kann auch eine schlechte Hauptrunde kann kompensiert werden. Es ist vor 2 Jahren die Göttinger problemlos durch diese Hauptrunde spaziert und in der ersten Runde Playoffs ausgeschieden. So, das haben sie letztes Jahr besser gemacht. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz schwierig, da eine Prognose abzugeben. Man merkt jetzt in der Hauptrunde schon eine gewisse Dominanz der Würzburger natürlich. Drücken wir die Daumen, dass das alles passt, dass der Kader zusammenbleibt und keine Verletzungen, noch mehr Verletzungspech dann kommt. Und dann schauen wir mal, wer dann im Finale gegen Würzburg spielt. Daniel Müller, bevor wir Sie nach Köln wieder entlassen, noch eine Frage. Wo wird diese zweite Liga hingehen? Was wird Ihr Weg sein? Ich glaube auch, dass der Weg ist ein bisschen zweigleisig, eben auch bei der beiden Spielklassen zugeordnet. Also wir wollen für die Pro A weiterhin Weichen schaffen, dass es eben alles noch professioneller zugeht, dass die Clubs sich weiterentwickeln, dass eben dieser Austausch vor allem regelmäßig da ist, dass wir nicht immer gucken müssen, schaffen wir einen Club, entsenden wir einen Club in die BBL, entsenden wir zwei Clubs, sondern dass wir da halt eine gewisse Kontinuität bekommen, eine Verlässlichkeit auch, dass sich der Basketballfan in Deutschland darauf einrichten kann, wie es halt im deutschen Sport so ist. Da gibt es Aufsteiger und Absteiger. Und deswegen müssen wir gerade in der Pro A noch einige Schrauben drehen, dass da entsprechend Dinge, die vielleicht für einen Absteiger oder auch hier in Würzburg alltäglich und normal sind, sind halt bei manchen Clubs eben noch nicht so. Da müssen wir was tun, was Standards betrifft. Die werden eh ja jedes Jahr jetzt bei uns immer angeschraubt. Man muss ja Punkte erreichen aus so einem Katalog und der wird jetzt jedes Jahr immer ein bisschen mehr. Also wir triezen die Clubs da schon, was zu tun. Und der Weg der Pro B ist, haben wir auch schon eine Idee. Wir wollen den Fokus auf Jugendnachwuchs setzen, aber da müssen wir halt auch mit allen Clubs drüber diskutieren, weil bei uns ist es ja auch so wie in der WKO BBL, die Clubs sind Gesellschafter der GmbH und müssen mitentscheiden und gucken, welchen Weg wir gehen. Und da werden wir jetzt uns in der nächsten Sitzungen intensiv beschäftigen, in Arbeitsgruppen auch kleinteilig schauen, was sind Strategien, was sind Ziele. Gerade auch für die Pro B und wie kann man die dann erreichen, gerade um deutsche Spieler zu fördern, um junge Spieler zu fördern und da halt auch einen Talentpool zu schaffen oder den vorhandenen Talentpool auch besser zu nutzen und weiter auszubilden. Ja, vielen Dank fürs Erste, Daniel Müller. Vielen Dank auch Steffen Liebler. Wir sind nach einer kurzen Pause wieder zurück hier im Talavera-Schlösschen. Bis gleich. Der Fastbreak gegen den Durst. Die alkoholfreien Spielmacher der Distelhäuser Brauerei. Immer eine Idee sportlicher. Zurück beim Winterspezial von S. Oliver Baskets TV hier am Talavera-Schlösschen in Würzburg. Und neben mir sind nicht die drei Damen vom Grill, sondern die vier Männer vom Barbecue. Herzlich willkommen zum einen Basti Betz. Hallo, servus. Er hat mitgebracht Ruben Spoden. Der einzige Mann mit richtiger Winterausrüstung ist Jermaine Mallett.
Und er wusste auch nicht, dass es im Freien ist, aber er nimmt von Haus aus, weil er wie ein Weicher ist, die Mütze und die Handschuhe mit. Herzlich willkommen, Brazzo Henneberger. Basti, die neueste Nachricht aus der medizinischen Abteilung, der ist Oliver Baskets. Der Knöchel ist es, so viel haben wir mitbekommen. Wir wussten es eh alle schon, als du da aus der Halle getragen wurdest gegen Kirchheim. Keiner hat da gedacht, nee, ist nichts Kleines, sondern ist dann doch eher was Größeres. Und das ist es dann auch geworden. Ja. Und wie sieht's? Ja. ja, also es ist ein Bänderriss, wird wahrscheinlich ein paar Wochen dauern, aber wie gesagt, im Vergleich zu dem, was ich die letzten Jahre hatte, ist das eigentlich nicht der Rede wert. Inwieweit bist du dann Daniel Müller dankbar und der Pro A, dass es dann doch Playoffs gibt und die Saison ein bisschen länger ist, man sich dann doch eine Auszeit nehmen kann? Ja, in dem Fall muss ich, ja, vielen Dank, dass wir es geändert haben vor 2 Jahren. Ja, wie gesagt, es zählt im Mai oder im April. Und bis dahin sollte das dann eigentlich auch wieder gut sein. Ja, nun warst du ja in Baunach, also gegen Baunach in Bamberg mit dabei. Inwieweit hat es dann so geschmerzt, nicht dabei sein zu können auf dem Feld? Ja, schon ziemlich. Vor allem ist es das zweite Jahr als Folge, dass ich nicht in Bamberg spielen kann. Ich war 4 Jahre da, viele Bekannte, viele Freunde. Und es wäre schon schön gewesen, mal wieder dort zu spielen. Ja, ich hoffe, dass wir es vielleicht noch schaffen auf den 8. Platz. Und dann gibt es wahrscheinlich wieder ein Wiedersehen in den Playoffs. Ja. Da schauen wir mal, ob es dann wieder nach Bamberg geht oder ob wir wieder ja, gegen Baunach dann in der Stauffenberghalle spielen werden. Inwieweit war dir klar, irgendwann das Team packt es jetzt heute nicht mehr? Oder hast du gedacht, ich lehne mich da zurück? So ganz zurückgelehnt hast du dich nicht, was ich gesehen habe. Aber ab welchem Zeitpunkt war dir klar, oh, das wird heute verdammt, verdammt, verdammt schwer? Ja, dann so im 3. Viertel, als wir dann einfach uns den Faden verloren haben. Die haben viele Würfe getroffen, viele schwere Würfe. Und am Ende muss man sagen, es war glücklich, ja, dass die nicht gefoult haben am Ende und dann der Jeremy den wichtigen Dreier geworfen hat. Also es war schon jetzt das 2. Mal, auch das Gießenspiel, dass der Jermaine uns noch gerettet hat. Es sind eigentlich 2 Spiele, die man eigentlich verlieren muss, wenn die andere Mannschaft cleverer ist. Ruben, du hast es auf dem Parkett miterleben dürfen, sicherlich auch kein anderes Gefühl gewesen, als wie es Basti gerade beschreibt. Ja, es war sicherlich gerade in der zweiten Halbzeit nicht unser bestes Spiel, aber ich bin ganz froh, dass wir da mit einem Sieg glücklich davongekommen sind, mit einem blauen Auge sozusagen. Und jetzt haben wir genug Ansatzpunkte für die nächsten Wochen im Training, wo wir dran arbeiten können und dann in den nächsten Wochen das hoffentlich deutlich besser gestalten. Wie hat sich die Atmosphäre angefühlt auf dem Parkett? Naja, ich glaube, wir Würzburger sind ein bisschen verwöhnt. Wir haben ja jedes Heimspiel eine tolle Atmosphäre. Und ja, von daher, es war jetzt nichts super Besonderes. Es war natürlich schön, gerade in der Arena, der in Euroleague Arena ist, zu spielen. Aber was super Besonderes war es jetzt nicht unbedingt. Aber trotzdem, ganz alltäglich ist es nicht, dass dann 1000 mitfahren, auch wenn es nicht ein Katzensprung nur ist, dass dann so viele Würzburger dann mitkommen. Nein, das absolut. Ich meine, die waren ja mal wieder viel, viel lauter als die Heimmannschaftsfans. Aber ja, ich bin immer noch begeistert und beeindruckt davon, was wir hier in Würzburg für eine Fanbase haben, was für Verrückte da jedes Auswärtsspiel auch mitfahren. Und Entschuldigung, ne? Aber es ist unglaublich. Ich kenne das auch so von keiner anderen Mannschaft. Das ist wirklich toll. Inwieweit begeistert warst du von der Leistung der Mannschaft am Sonntag? Ja, erste Halbzeit fand ich ganz in Ordnung. Zweite klammern wir aus, oder? Ja, wie schon gesagt, das war jetzt nicht unsere tollste Leistung diese Saison. Aber man muss auch sagen, Baunach hat auch stark gespielt, viel Intensität ins Spiel gebracht. Die haben auch sehr, sehr talentierte junge Spieler. Das sind nicht einfach irgendwelche dahergelaufenen. Die können alle Basketball spielen und wenn wir dann nicht unseren Top-Basketball zeigen, dann wird es immer, immer schwer sein, egal gegen wen in der Liga für uns. Wie fiel so die Aussprache danach mit dem Trainer auf der Rückfahrt aus? Oh, ich bin zum Glück nicht im Mannschaftsbus mit nach Hause. Meine Eltern waren da, ich durfte mit denen fahren. Aber wir haben eigentlich dann immer eine Videosession, da wird es nochmal genau besprochen, nochmal die Fehler analysiert. Und da gibt es noch genug Ansatzpunkte für ihn und genug Kritik, die er an uns üben kann bestimmt. Ja. Du mitgefahren im Bus? Ich habe es auch ähnlich gemacht. Ich bin in Bamberg geblieben und dann erst später zurückgefahren. Dann müssen wir jetzt einen fragen, der mit dem Bus gefahren ist. Willkommen, Jermaine. Wie hat der Trainer reagiert auf der Rückfahrt? So wirklich begeistert kann er nicht gewesen sein. On the bus, he didn't have any reaction. But after the game in the locker room, he was happy that we won, but he wasn't satisfied with our play. We did a great job in the first half of taking care of business, doing what we had to do, pressuring them, playing great offense, sharing the ball. And then in the second half, we came out, I guess we were kind of lazy and confident with the lead, and
they had nothing to lose, so they played harder and they came back and they made it a game. And we were just fortunate to win it in overtime. Jermaine, du bist der Einzige, der heute so richtig winterlich angezogen bist. Was hast du hier erwartet? It's cold here. I'm very cold right now. Basti, when I got in the car with Basti, he was like, it's not that cold. I was like, it is cold. It's very cold to me right now. Brazzo, nicht ganz so schön die Mütze, eher gediegener. Aber auch du bist ja andere Gefilde gewohnt. Du warst ja jetzt auch auf einem langen Trip durch die Wüste mit dem Auto und wo du überall alles warst. Erzähl, wie war es da? Ja, definitiv wärmer als hier. Übrigens muss ich noch mal vorher sagen, wenn du frech wirst, dann passiert wieder wie beim letzten Mal, ne? Weil die Ansage war schon relativ frech wieder. Aber ist bei euch wie bei DA, die Frau trifft die Entscheidung. Brazzo, du bist auf dem Weg, Lehrer zu werden. Weißt du, was gar nicht geht in der Schule, wenn man schwätzt? Ja? Nein, du darfst jetzt sagen, was war Thema? Über die Enttäuschung der Saison geredet. Also es ist neben dir auf jeden Fall der Olli Clay. Und, So, und Ruben macht das jetzt noch. Und Jermaine, du willst auch ein bisschen grillen, ein bisschen Barbecue machen. Und wir werden das nachher dann auch entsprechend kontrollieren, inwieweit das funktioniert. Lass uns aber nicht ablenken. Ja, ja, also angefangen habe ich das, also Jahr nach der TGW, wo wir dann aufgestiegen sind in Afrika, wo ich dann auch bei dem Heimspiel die Tombola gemacht habe, wo wir dann fast mit 9.000 Euro runtergefahren sind nach Afrika, um dann ein Projekt zu unterstützen. Das war wirklich eine sehr tolle Sache. Da sind wir durch Frankreich, Spanien, Marokko, Westsahara, Mauretanien, Senegal gefahren. Und da war ich dann so begeistert, dass ich dann Ende August nochmal eine 3,5-monatige Reise nachgelegt habe. Angefangen in Mexiko, durch Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Kolumbien. Dann war ich in Dallas für 2 NBA-Spiele beim Dirk und ein Footballspiel angeschaut. Dann sind wir nach Miami und wollten eigentlich auf Kuba. Und du kannst ja von den USA nicht direkt nach Kuba, dann mussten wir noch mal 4 Tage auf die Bahamas. Was, das ist ganz was natürlich tragisch war. Ganz bitter, aber du hattest ja seinerzeit gesagt, ich höre jetzt auf mit dem Basketballspielen, weil ich will ja Lehrer werden, aber das ist verschoben. Nee, Lehrer geht jetzt im Februar los. Geht keine, im Februar los? Angst. Ja, ja, genau. Also okay. Mitte Februar, denke ich mal, muss ich dann irgendwo hin. Wohin weiß du weißt ich es noch nicht, wohin. Ja. Du warst auch in Bamberg dabei, du hast auch gespielt für Würzburg. Sei allerdings. Sei nicht frech, ne? Nein, du hast da am Freiburg-Wettbewerb teilgenommen, hat gesehen, das ist deine Spezialität. Ja. Es lief rund, oder? Ja, ich habe ja das absichtlich gemacht. Denn wenn ich jetzt wieder beide getroffen hätte, dann hätte der Steffen wieder bei mir angerufen und hätte gesagt, willst du nicht wieder bei uns spielen? Weil im Endeffekt war ich trotzdem besser wie manch ein Basketspieler mit 1 von 2 sozusagen. Ne? Beim Spiel, ja. Inwieweit, du hast die Mannschaft jetzt dann auch lange nicht gesehen, ja. Inwieweit würdest du so den Verfassungszustand der Jungs einordnen? Naja, also ich denke mal, wenn alle fit sind, ist die Mannschaft komplett dominant. Ich habe auch gestern schon gesagt, ich denke auch die zweite, also die Starting, also die auf der Bank sitzt, die Bankspieler, würden die Liga auch dominieren, meiner Meinung nach. Von daher, von der Dominanz her, ist es brutal. Also ich habe das Spiel gegen Kirchheim auch gesehen. Da war das mir völlig klar, dass das hoch ausgeht. Und eigentlich auch in Baunach habe ich mir gedacht, dass das wieder so ein ähnliches Spiel wird. Und die einzige Gefahr ist halt, wenn man sich selber an Bein stellt, dann kann es eng werden. Und das war es dann am Ende auch. Aber haben sich nochmal gut den Kopf aus der Schlinge rausgezogen. Ne? Inwieweit sieht es basketballtechnisch bei dir aus? Man hört so munkeln, eventuell Pro B nochmal vielleicht versuchen? Ja, also ich trainiere jetzt auf jeden Fall mal mit, halte mich fit und dann muss ich halt schauen, wo ich hinkomme. Also wenn ich in der Nähe von Würzburg bin, dann kann es schon Sinn machen, da mitzuspielen. Allerdings weiß ich auch von Christian Gabold, der das vor ein paar Jahren auch gemacht hat, Baskets und Referendariat, dass das ja, ziemlich schwer ist. Von daher muss man jetzt einfach mal schauen, wie es sich entwickelt und ich trainiere mit und halte mich fit und wenn es irgendwie möglich ist, dann bin ich natürlich gern dazu bereit, da mitzuhelfen. Inwieweit könntest du dein Referendariat nochmal verschieben? Das ginge aber. Ja, ich könnte es natürlich noch schon ein bisschen nach hinten schieben, aber ich will jetzt mal was anderes, ein neues Kapitel aufschlagen und von daher passt mir das jetzt auch ganz gut, dass das jetzt im Februar losgeht und einfach mal, auch wenn es in einer neuen Stadt ist, ist es auch nicht schlecht, wobei ich schon gern hier in Würzburg bleiben würde. Mhm. Inwieweit sieht es beim Grill aus, Ruben? Schwierig, glaube ich.
Wir könnten ein bisschen mehr Feuer vertragen, wie wir gestern in der zweiten Halbzeit, aber von dem Würsten her sieht es ganz gut aus. Also wenn jemand eine will, ne? Ich weiß nicht, wie das hier geplant ist. Ihr habt ja auch welche verkauft am Weihnachtsmarkt, von daher, da ging es ein bisschen schneller alles. Oh ja, da habe ich mal ordentlichen Respekt vor dem Job bekommen, den die Leute da machen. Das war ziemlich stressig, ja. Bin mich ganz froh, dass ich mich nur jedes Wochenende hinstellen muss und 40 Minuten Basketball spiele. Basti, wie sieht's aus? Du hast gesagt, ein paar Wochen. Inwieweit muss man sich jetzt seinen Alltag vorstellen? Ja, es ändert sich nicht viel. Also, Ausschlafen, lange Fernsehen gucken. Nein. Ich bin bei jedem Training mit dabei. Dazu kommt halt noch bei Predia die eine oder andere Einheit, aber ansonsten tut sich da nicht viel. Inwieweit glaubst du, könnt ihr euch Bratzo noch helfen? Nicht nur bei den Bratwürsten, ja. Also, ja, jetzt müssen wir mal sehen, welcher Form er ist. Ja, und dann, eigentlich sind wir relativ gut besetzt auf der Position. Also, da wäre ein harter Konkurrenzkampf, ja. Gibst du mir noch mal kurz das Mikro? Bratzo, da musst du natürlich jetzt zurückschießen, klar. Wenn du das gestern gesehen hast in der zweiten Halbzeit, traust du dir noch zu? Naja, also meine Form ist nicht mehr ganz so gut, da muss ich dem Basti schon recht geben. Nach 3,5 Monaten mit relativ wenig Sport und schlechter Ernährung sieht es schon alles ein bisschen anders aus. Ich denke mal, wenn ich jetzt den Sommer durchgearbeitet hätte, dann hätte ich es vielleicht schon nochmal machen können, aber so ist es halt nicht gekommen und hätte, wenn und aber, bringt jetzt auch nichts. Aber ich denke mal, für die Solo-Runden nach dem Spiel wäre ich auf jeden Fall noch gut gewesen. Das können wir nicht überprüfen, aber bei S. Oliver Baskets TV werden wir jetzt gleich mal schauen, in welcher Verfassung Bratzo Henneberger noch ist, denn wir haben natürlich obligatorisch den Freiwurf-Wettbewerb dann jetzt zum Abschluss und wir sind pünktlich dann dazu wieder da und hoffen, dass die Würste nicht allzu schwarz werden. Bis dahin, bis gleich. Der Fastbreak gegen den Durst. Die alkoholfreien Spielmacher der Distelhäuser Brauerei. Immer eine Idee sportlicher. Zurück beim Winterspezial von S. Oliver Baskets TV. Wir sind hier im Garten des Talavera Schlösschens und zum Abschluss unseres Winterspezials der Sendung heute hier im Freien gibt es den Freiwurfwettbewerb und wir fragen jetzt einfach mal Ruben, wer von den Baskets wirft denn? Der Steffen. Also Steffen Liebler wehrt sich, du hast jetzt noch eine Chance, sonst bist du dran. Bratzo? Bist du dabei? Jermaine. Also, Jermaine, Bratzo, Daniel Müller ist gesetzt. Und jetzt suchen wir noch einen aus dem Publikum, denn zu gewinnen gibt es auch heute wieder. Sollte derjenige aus dem Publikum die Profis in Anführungszeichen schlagen, dann darf er mit seiner Starting Five mit 5 Freunden ein Heimspiel von euch bei den S. Oliver Baskets besuchen. So, eine Zahl zwischen 1 und 81. Nehmen wir doch die 69. Die 69, die hat sich Ruben gewünscht. Nee, das ist Bastis Lieblingszahl. Wir wollen jetzt nicht näher drauf eingehen. Von daher die Nummer 69 aus dem Publikum. Es gibt... So, mit einem dicken Applaus, komm hier zu uns. So, selbstverständlich. Wir haben auch Sonderspielregeln, ist überhaupt kein Thema. Erstens zählen deine Körbe doppelt. Na? So wie bei Frauen üblich. Und hat ein bisschen länger gedauert, ja. Wie bei Frauen üblich. Und du hast natürlich von Haus aus schon was gewonnen. Wer bist du denn? Komm zu uns. Simone heiße ich. Simone Huber. Du kommst aus? Aus Würzburg. Aus Würzburg. Warst gestern in Bamberg? Ja. Also erfüllst alle Kriterien, um das Ding heute hier zu gewinnen. Du musst nicht den Anfang machen, das wäre ja Quatsch. Ne? Wir lassen einen Profi ran, nämlich er kommt eigentlich vom Fußball, ja, glaube ich, Bayer Leverkusen. Ist jetzt Geschäftsführer. So, und mit einem großen Applaus, 5 Freiwürfe. Sie dürfen sich die Distanz aussuchen. Nur die Jungs müssen dann außerhalb. So, 5. Dann schauen wir doch mal. Basti Beetz soll beim Rebound bitte aufpassen. Oh. Ist okay. So, der zweite. Alles kein Beinbruch. Er ernährt sich dieser Geschichte. Vielleicht gibt es so ein bisschen Applaus. Oh. So, eine noch.
Oh. Ja, Sie sehen es mit dem Kopf, kann das dann? Jermaine. So. 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 Diese Mütze kann als Freiwurfmütze in die Geschichte eingehen. Ja. Ja. Oh. So. Und schon lässt der Applaus nach. Oh. Und noch mal ein bisschen anfeuern für Jermaine. Ja. Der erste, noch zwei hat er. Oh ja. So. So. Oh. Verletzt? Nein. Nur nass. Drei. So, jetzt kommt der Freiwurfgott von gestern, Brazzo Henneberger. Mit Handschuhen. Oh. Sie hat noch nicht geworfen, aber ist alles gut. Eins. Oh. Oh. So, und unsere Gewinnerin darf zum Schluss auch noch, klar, logisch. So. Genau, Brazzo, wenn du jetzt ein Mann wärst, würdest du sie auf die Schulter nehmen und hier diese Karten gewinnen lassen. So. Zwei waren das schon. Oh, jetzt kommt der entscheidende Wurf, weil wir verdoppeln ja ihre Treffer. Bei zwei ist sie schon. Sie hat den Geschäftsführer der zweiten Liga geschlagen. Und geht mit fünf Freunden zu einem Spiel ihrer Wahl. So, herzlichen Glückwunsch auch dir nochmal. Kommt nochmal alle zusammen. Das war das Winterspezial von S. Oliver Baskets TV hier am Talavera-Schlösschen in Würzburg. Wir sagen Tschüss und bis bald und wir sehen uns.